Das Ziel beim Block Battle ist, einfach zu wissen, wer ist der Stärkere, wer ist der Fittere, wer schafft mehr Boulder, wer schafft den besseren Boulder dem anderen gegenüber. Im Endeffekt geht es einfach um die Ehre. Ja, wir hatten heute das Sommerfest in der Bergstation. Da haben Jakob und ich so einen kleinen Basketkampf gemacht mit ein bisschen anderem Format. Wir hatten drei Boulder, wir haben selber je noch einen Boulder zugebaut, also insgesamt fünf Boulder. Und das Besondere war, wir hatten keine ISO oder irgendwie so nervige Regeln, sondern wir haben einfach jeder abwechselnd einen Versuch gemacht. Das hat einfach Bock gemacht. Ich habe Pinches und Leisten gekriegt, also probiere ich mit dem was bauen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, was Janik und mir taugt. Ziemlich eine kraftige Partie, aber ich habe jetzt mal etwas ziemlich Schweres eingeschraubt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen aufgewärmt und ich glaube, ich werde noch ein bisschen adaptieren müssen, weil ich glaube, es ist ein bisschen zu schwer. Aber auf jeden Fall geil, glaube ich. Janik wollte einen extrem schweren Boulder schrauben, wo man so Sloper doppeln muss und von da einen jeweils einen weiten Zug. Ich glaube, ich würde keinen einzigen Zug daran schaffen. Ich glaube, die Züge sind alle viel zu schwer. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was ändern. Ich glaube, der Jakob kann sich noch mal ein bisschen besser festhalten und ich kann ein bisschen weiter ziehen ohne Füße. Das ist schon spannend, auch mal zu sehen, wie so eine Route hier gemacht wird, wie viel dahinter steckt auch. Janiks Boulder ist auf jeden Fall ziemlich schwer, also da bin ich gespannt und meiner ist arschwahr. Also das mit den Routenbesichtigungen, da weiß ja keiner, wie es geht. Wie geht denn das überhaupt? Ich check's nicht ganz. So ist Start. Ja, und jetzt? So. Sollen wir da jetzt weiter oder was? Also da bringt's ja mir jetzt nichts, wenn ich jetzt mich von den anderen da irgendwie abkapsel. Okay, jetzt vielleicht finde ich allein irgendwas raus, was keiner weiß. Passiert ja nicht. Drehen. Das ist nur ein Tritt. Ja, ich weiß, das ist eine Drehung. Ah ja, du hättest nichts gecheckt. Shit. Wer hätte der Wettkampf? Doch, ich hab's extra nicht gesagt, weil ich dachte, dass du es nicht gecheckt hast. Ja, wir werden jetzt ziemlich ein Gaudi werden, glaube ich. Also erster Boulder war mein Boulder, da haben wir beide abgelost. Ich habe mich dann so ein bisschen auf so ein paar Sloper-Zangen fokussiert. Ist dann leider ein bisschen zu schwer geworden. Ich habe die Züge alle einzeln geschafft, aber habe dann nicht gedacht, dass man, wenn man von unten kommt, dann doch so schwitzige Hände hat. Das war ein ziemlicher Power-Boulder. Es waren echt relativ viele Züge und es war echt schwierig, irgendwie nicht feuchte Finger zu bekommen. Also nach ein paar Zügen hat man einfach ziemlich geschmiert. Es war sehr heiß in der Halle und dann war das, glaube ich, der einzige Boulder im Endeffekt, was heute nicht getoppt worden ist. Zweiter Boulder war dann so die Platte. Die war relativ leicht, deswegen haben wir den als zweiten Boulder genommen. War jetzt nicht die größte Herausforderung, aber ich glaube auch ganz coole Show, weil es einfach eine lässige Bewegung war. Dann sind wir zu meinem geschraubten Boulder gegangen. Ich habe echt extrem viel adaptiert davor schon, weil ganz am Anfang war er komplett unmöglich. Jetzt im Endeffekt war er, glaube ich, schwer, aber okay. Aber er hat halt vor allem nur einen Zug gehabt, der was richtig schwer war, von der Zange rauf auf die Leiste. Dann habe ich irgendwie beim Ausbouldern ganz gut zusammengebracht, aber dann mit zwei Zügen davor hat es mir irgendwie immer so geschmiert, dass ich den Zug leider jetzt nicht schaffen habe können. Gott sei Dank der Janik schon. Und der hat sich dann als Stopp geholt. Das Ende habe ich leider ein bisschen zu leicht dann gebaut. So war irgendwie nur eine Schwierigkeit im Boulder, aber cool, dass der Janik zumindest für den Top gesorgt hat. Ja, leider, komm ich nicht hoch. Dritter Boulder war so ein Sprung auf Stütz. Den haben wir beide gemacht. Zum Abschluss der Ausdauerboulder, der war eigentlich ziemlich cool. Eigentlich glaube ich, war er nicht brutal schwer, aber sowohl der Janik als auch ich sind irgendwie schon echt eingegangen. Mit dem Routenbauen und dann die ganzen Boulder klettern, waren wir irgendwie beide schon ziemlich müde. Einfach viele Züge mit Füßen voraus. Hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben für eine coole Show gesorgt. Come on!
Come on! Wenn man bouldern geht, dann probiert man oft gemeinsam auf die Lösung drauf kommen und jeder tragt irgendwas dazu bei. Oh, mit rechts ist er gar nicht so gut. Und jeder klettert eigentlich gegen den Boulder und gegen die Route und nicht gegeneinander. Einer klettert halt besser wie die anderen gegen die Route und das wird respektiert und deswegen ist er dann auch der verdiente Gewinner. Das ist richtig geil am Klettersport, dass es trotzdem irgendwie was zusammen ist oft. Ja. Ich weiß nicht mal, wer gewonnen hat. Ich glaube, ich habe eine Zone mehr oder so. Also das Publikum war auch ganz cool. Ich glaube, die haben den Jakob mehr angefeuert als mich, obwohl ich hier der Heimathlet bin sozusagen. Aber es hat extrem Bock gemacht. Alle irgendwie noch Autogramme gewollt am Ende. Das war schon irgendwie cool. Ja, die Stimmung war auf jeden Fall super. Man hat gemerkt, es sind einfach viele Leute da, die was einfach eine gute Zeit haben wollen. Und für das waren der Yannick und ich auch da. Das war ja eigentlich ein Show-Event. Und die Boulder haben Spaß gemacht. Wir haben mit dem Publikum gemeinsam Spaß gemacht. Und ich glaube, es war ein extrem gelungenes Event. Als erstes, unsere Leute freuen sich wahnsinnig, dass so ein richtiger Kletterstar hier ist. Der hat quasi alles mal auf der Welt gewonnen. Er war bei Olympia, hat jetzt gerade in München gewonnen. Absolut phänomenal.